Oh, was geht ab, Leute? Willkommen zum Max Out Monday. Bester Tag in der ganzen Woche. Und es läuft ja das Event, das Line-Event. Erstmal hier, oh, für euch. Die Kilometer, die Adventure Sync Belohnung. 120 Kilometer gelaufen, bisschen extra wegen den Brüten, wegen den Alola-Eiern, wegen Shiny Komalat und Shiny Violo. Von denen habe ich leider noch keine. Checkt das Video von gestern und vorgestern ab. Auf Shiny Komalat Jagd und Shiny Riolo Jagd, aber nix. Gerne da in die Kommentare schreiben, wie es bei euch so läuft. Und ja, heute wird gemaxt. Passend zum Event natürlich 100er Hypopotas. Denn ich habe kein Shiny, was für Shiny, kein 100er Komalat und kein 100er Riolo bekommen. Direkt erstmal entwickeln, der ist auch schon relativ hoch. Die meisten, die reinkamen, waren relativ hoch, also nice. Spart uns eine Menge Staub, wir haben nicht mehr so viel. Und da wir jeden Montag drei Pokémon maxen für unser großes Ziel, das ist auch mein Dex-Eintrag, nie entwickelt bisher, für mein großes Ziel, hier für euch nochmal, so, und los geht's. Ja, deswegen gehen wir wöchentlich eigentlich immer ins Minus, wir machen ja weniger Staub, als wir jede Woche ausgeben, deswegen wird es immer weniger und weniger und... Wir brauchen ein Stopp-Event, so dass wir alle maxen können, die wir noch vorhaben zu maxen. Aber diesen Monat noch wird Gen 3 fertig gemaxt. Zumindest alle, die ich maxen kann. Denn es gibt natürlich ein paar regionale, von denen habe ich nichts, was ich maxen will. Hier und da fehlen mir auch noch ein paar Hunderter, weil ich habe natürlich nicht ganz Gen 3 auf 100 oder 98 nicht mal. So, den Kader fehlt zum Beispiel noch, da habe ich keinen einzigen guten. Ich glaube, ich habe eine 96 aus der Quest, aber das ist mir zu low. Also schon 98 Lucky mindestens. Regional natürlich Illumis, Kürtel, Sonnfell. Den gab es zwar bei uns, aber damals lief die Map nicht, als er noch bei uns war. Seitdem haben die gewechselt und ja, da habe ich keinen guten. Tropius natürlich. Palimpalim. Habe ich einen 98 aus dem Ei, den könnte ich schon maxen. Und damals auch schon 3085. Übrigens, eigentlich mein Lieblings-Pokémon. Das ist ja eigentlich Pinsir, aber Pinsir nur, weil es symbolisch halt mein Liebling ist. Bedeutet mir viel, erinnert mich an bestimmte Sachen, aber Pokémon, rein Pokémon-technisch, nicht der, sondern Hippopotas, die Vorentwicklung, weil Nifert, Hippos und so weiter mein Lieblingstier sind. Stark unterschätzt, genau wie ich. Gefällt mir. Dann kommen wir zu, einfach Gen 3 die Liste weitermachen. Das nächste wäre der Kollege hier. Der ist extrem low und ich weiß nicht, ob wir genug Bonbons haben. Aber wir pushen mal so weit, wie es geht. Thema ist ungefähr ähnlich. Er ist auch so ein Vierbeiner. Bisschen größer, das Pokémon. Und dann Krebskorps, die Weiterentwicklung. Das wäre so die Liste weiter. Das wäre so, oh, wie heißt denn der? Puppens? Nepomentas heißt er, glaube ich, genau. Den müssen wir noch maxen. Oh, die Steinblume, wie heißt die nochmal? Lilliap, die Entwicklung. Den müssen wir noch maxen. Und Seemobs, die Entwicklung. Valgeiser, den müssen wir noch maxen. Ne, kein 100er Komalat. Und Absol, aber Absol habe ich keinen guten. Leider 96 ist mein bester. Das reicht mir leider nicht. Dann Relikant ist regional und Regieis, Regirock habe ich keinen guten. Und das war's dann auch schon mit Gen 3. Das heißt, echt nur noch 4 Stück, die ich noch maxen kann. Der Rest muss noch gewartet werden. Und dann geht's auch schon weiter mit Gen 4. So schnell geht das. Gen 4 haben wir eigentlich auch schon ein paar gemacht, aber ja, sehr nice. Kann ich hier schon mal von der Liste streichen. Wo ist denn der? Hier, Hippo Down auf Englisch. Nice. Schreibt gerne unten in die Kommentare, was ihr diesen Montag gemaxt habt. Bin mal gespannt. Und seit neuestem haben wir jeden Max on Monday als neues Feature. Ihr könnt eure Fragen stellen bezüglich... Es werden eigentlich irgendwie alles gefragt, aber eigentlich sollte es nur Fragen bezüglich Pushen und Maxen sein und Entwickeln und sowas. Aber es wird echt jeder random Schmann gefragt. Da können wir auch wieder ein paar Sachen uns kurz anschauen, vor allem bei dem hier, weil das dauert echt lange bei dem.
Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir genug Bonus haben. Wahrscheinlich nicht, weil von Level 20 kostet es bereits 248 Bonus und er war weit unter Level 20. Aber wir schauen mal, wie weit wir kommen und dann können wir auch sehen, wie viele Bonus noch fehlen. Kann man eigentlich auch direkt im IV-Rechner sehen. Die zeigen euch das eigentlich immer direkt an, wie viele Bonus man noch braucht auf Max Potion und auch wie viel Staub. Habe ich mir aber davor nicht angeschaut. Soll ich es mal kurz machen? Ah, nee, kann ich nicht, weil wegen der Bildschirmaufnahme. Die benutzt auch einen Overlay und dann blockiert sich das immer gegenseitig. Was nicht so toll ist. So, wo ist der letzte Max on Monday? Mal schauen, letzte Woche Max on Monday, was habe ich gemaxt? Mein 100er Heatgun. Von der Rage-Stunde. Soll ich anscheinend Lucky 100er Torgepi maxen? Digga, was ist das für eine Frage, Mann? Und soll ich einen 100er Lapras machen? Würde mich freuen auf eine Antwort. Soll man das wirklich beantworten? Ja und ja. Soll ich Brutalander pushen? Aber er schreibt Brutalander. Was schreiben die Zuschauer? Benjamin schreibt. Grüße gehen raus an Benjamin. Jo, kannst du machen, wie kann man den Brutalander sofort schreiben? Ja, Mann. Ja, Mann. Aber ja, kann man machen auf jeden Fall. Habe über 100 Heatgun Raids gemacht. Kein Shiny, kein 100er. Enes, mein Beileid. Also 100er kannst du nicht erwarten nach 100 Raids, also das ist eine Glückssache. Aber kein Shiny, das ist echt leid, tut mir leid, Mann. Ist das nicht Naruto-Musik, schreibt irgendeiner, Fragezeichen. Ja, ist es. Naruto, auf jeden. Ich antworte dem mal. Moment. Ja, ist es. Der Tomaten, die Tomatentochter. Auf Max on Monday freue ich mich immer am meisten in der Woche. Das gibt ein Herz. Ich mich auch. Hab meinen 100er Despo noch gemaxt. Gönn dir, Mann. 100er Impodium gemaxt. Gönn dir auch. Chillerbell. Ich weiß nicht, was das ist. Wie bekommt man den Einheitsstein? Weiß ich gerade nicht so genau. Spezialforschung, also die Wochenforschung. Da gibt es den, glaube ich, manchmal. Boah, mehr Zeit, weiß ich das gerade gar nicht. Irgendwo, irgendwie kriegt man immer welche. Müsst ihr mal googeln. Weiß ich gerade echt nicht. Aber wir sind gar nicht so weit entfernt. Es fehlen gar nicht so, so viele Bonbons. Ah ja, es fehlt, glaube ich, sogar nur ein Push. Ah, nee. Okay. Es fehlen zwei, oder? Ein Push fehlt. Es fehlen nur 15 Bonbons. Ein Push fehlt. Das zählt doch als fast gemaxt. Der wird demnächst dann auf jeden Fall noch nachgeholt, aber ein Push fehlt. 15 Bonbons. Oh nein, ich verwende keine Sonderbonbons dafür. Dann haben wir noch den Kollegen hier. Beim letzten Event gefangen. Was war das nochmal für ein Event? Ich weiß es nicht mehr. Oder war das ein Event-Pokémon? Clipscopes. Vorletztes Event? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall vor kurzem erst gefangen. Und auch relativ hoch. Wasser-Event, nicht Event. Wetterboost, sorry. Ist noch früh. Ich muss hier das Video relativ früh drehen, weil X-Rate um 13 Uhr. Und nein, 13 Uhr ist nicht früh, aber Video drehen und dann schneiden und dann hochladen und noch andere Sachen davor vorbereiten. Dementsprechend wird das, muss alles relativ früh gemacht werden. Dass ich dann um 12 zum Beispiel schon los kann und dann zum X-Rate gehen kann. Also, das ist früh nicht. Dass irgendjemand jetzt schreibt, boah, 13 Uhr ist noch nicht früh, du arbeitsloser Penner. Und damit fahren wir leider auch wieder unter die 2 Millionen. Wir haben jetzt ein bisschen Stopp gemacht, waren relativ gut dabei wegen den ganzen Brüten. Aber ja, trotzdem macht man jede Woche Minus. Aber drei weitere von der Liste abgehakt. Ich habe den Überblick leider verloren, wie viele noch fehlen. Muss ich demnächst mal wieder machen. Um euch ein Update zu geben, wie viele noch fehlen, bis unser großes Ziel da ist. Aber jetzt dann demnächst kommen natürlich auch wieder neue Pokémon. Kein 100er. Keine Sorge, Leute. Jetzt für Valentinstag zum Beispiel kommen ja zwei neue, dies, das. Es kommen ja mal wieder welche. Deswegen dauert noch, bis wir fertig sind. Aber
dadurch, dass wir jede Woche 3 maxen wir natürlich immer mehr, als wieder kommt, als neu kommt. Dementsprechend gehen wir immer voran. Wir gehen immer 2 Schritte vor und 1 Schritt zurück. So. Aber Hauptsache, wir kommen voran. Schlimm wäre es, wenn wir nur jede Woche 1 maxen würden oder sowas. Dann würden wir nie fertig werden. Aber so haben es fast geschafft. Der hier ist auch Max. Kommt leider nicht an King lang an. King leicht close geworden. Und letzter Push. Bam. Wir haben nur noch 1,88. 100er Krebs. Irgendwas. Alter, hört ihr den Wind? Jo, das war's von mir, Leute. Und von Max und Manda. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr gemacht habt. Und vielleicht ein paar Fragen, die ich währenddessen beim nächsten Max und Manda beim Pushen beantworten kann. Das war's von mir, Leute. Checkt die Videos ab vom Event, von meinen Leinen. Versuchen da irgendwelche Shinies zu bekommen. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergessen, Pokémon ist serious business.